So, hallo, willkommen zurück zu Let's Play Metro. Last Light. Wobei, ich höre das Last Light aus. Ups. Ausgeschaltet hab. Eigentlich wollte ich so machen, aber bei der doppelläufigen Schrotflinte, da heißt das, beide Magazine abfeuern. Entschuldigung. Ich hoffe, das hat keiner gehört. Nein, hat keiner. Buchstäblich ist der rote Draht. Den musst du also durchschneiden. Schneid ihn selbst, du. Ich gehe um die Ecke. Hast du dir schon in die Hose gemacht? Dann schau einem echten Mann zu. Na, wenn du ein echter Mann bist, warum zittern dann deine Hände? Hände bedeuten einen Scheißdreck. Das Wichtige ist, dass sonst nichts zittert. Okay. Ruhig. Ruhig. Was? Der rote Draht. Der will die Bombe entschärfen oder was? Naja. Was? Schlaf da erstmal drüber, bevor du dir irgendeine Scheiße baust. Was seid ihr denn hier am Liegen? Eine AK hat der. AK ist besser als das Ding hier, auch wenn das Ding Schalldämpfer hat. Und ich habe ja die hier mit Schalldämpfer. So, hier müsste noch einer unten sein oder zwei. Zweiter Posten, bitte kommen! Zweiter Posten! Werdet euch erst einmal klar darüber, was ihr wollt! Erst bestellt ihr eine Patrouille und dann erwartet ihr, dass ich hier rumsitze! Zweiter Posten, bitte kommen! Zweiter Posten! Was zum Teufel soll ich machen? Mit zwei Teilen? Zweiter Posten hier! Zweiter Posten! Statusbericht! Gruppe 8 hat die Einrichtung über Tunnel 2 verlassen. Verstanden, zweiter Posten. Weiter! Nee, zweiter Posten ist deaktiviert. Gut, dass hier keiner war. Auch ein Büchlein. Was haben wir denn hier? Eine Revolution? Was? Es gibt hier vier Einträge. Davon werde ich wahrscheinlich nur noch 0 finden. Eine Sache ist jetzt vollkommen sicher. Die rote Linie bereitet sich auf den Krieg vor. Ohne Tamtam und ohne große Worte, wie beim Reich. Versammeln Sie die stärkste Armee, die es je in der Metro gab. Und die Stille, die Ihre Kriegsvorbereitung begleitet, erscheint mir noch immer als die Rede der, erscheint mir noch schlimmer als die Rede der Faschisten. Okay. Echt schön. Was haben wir noch? Achso, okay, das war jetzt nur die Gitarre oder Dingens. Wie heißt das Teil? Ich weiß es gerade nicht. Hier war noch ein Radio, was ich eben so aus Versehen nicht angemacht habe, aber der Typ hat das zum Glück nicht gecheckt. Okay, machen wir da aus. Und dann gehen wir mal hier durch die Tür. Kommandant, wir sind keine Faschisten. Erschießen ist eine Sache, aber wir können Leute doch nicht in Berlin verbrennen. Wovon redest du? Leute? Erschießen? Bist du bescheuert? Meintest du denn nicht die Flüchtlinge? Welche Flüchtlinge? Die um sich kümmern. Ich spreche von echten Ratten mit Schwanz und allem. Die haben sich von mir tief verregt. Also, los und erledige das. Zack, zack. Jawohl. Was für ein Trottel. Glaubt ihr, dass die irgendwelche Zivilisten anzünden? Gut, würde ich den Leuten jetzt zutrauen, nachdem ich, was ich da gerade eben erfahren habe mit der Folterei und dem ganzen Scheiß. Aber trotzdem. Senja, hast du die neue Waffe bekommen? Nein, Genosse Kommandant. Der Quartiermeister gibt mir nichts und unterzeichnet auch keine Papiere, solange du nicht da bist. Zur Hölle mit den Papieren. Sag ihm, wenn er nicht heute noch deine Waffe ersetzt, geht ihr beide in den Knast. Oh, sein Lichtkegel war ziemlich knapp bei mir. Ich bin mir nicht sicher, aber. Hat er mich jetzt gesehen? Scheiße.
Der Schlafmangel macht sich bemerkbar. Okay, er schiebt's auf den Schlafmangel. Scheiße, was würde ich jetzt gerne schlafen? Das hätte ich nicht erwartet. Was ist passiert am Ende? Der Bau ist in der heißen Phase. Und denen fehlen Leute, also. Puh, da geht's in die richtige Richtung weg. Nicht zu dem Typen, den ich niedergeschlagen hab. Jawohl. Und du suchst dir auch eine Beschäftigung. Stehen. Sollen die herkommen, wenn die etwas wollen? Bohrmaschine, okay. Genau. Wenn wir unseren Posten verlassen, dann wollen die unsere Entschuldigungen nicht hören. Also Leute, sieht so aus, als wären wir entschlossen, uns arbeiten zu lassen. Suchen wir uns schnell eine Beschäftigung. In Ordnung. Ich räume hier ein paar Kisten hin und her. Klasse. Ich versuche hier auch... Wer hat diese Kisten gestoppt? Verschissene Arschlöcher. Okay, einmal hier entlang. Das ist leider Licht. Ich denke, wenn ich hier ganz schnell durchgehe, sieht mich keiner. Ja. Aha. Hallo? Ah, jetzt. Gute Nacht. Hier ist noch ein Schalter, ich weiß aber nicht, was der jetzt tut. Was? Scheint so, als ob... What? Okay, da öffnet sich eine Tür einfach so. War das schlau? Ich glaube, das war nicht so schlau. Ich sollte besser gehen und nachschauen. Weil jetzt sind wir hier und hier kann er uns nicht so easy kriegen. Oh oh, außer er guckt genau in unsere Richtung. Scheiße, der Schlafmangel macht sich bemerkbar. Gut, er schiebt's auch auf den Schlafmangel. Was? Ha! Ich könnte eine rauchen. Wen würde das schon stören? Die verdammten Geister etwa? Ich hab doch eine AK. Ist das eine bessere AK? Bestimmt nicht. Gut. Was verbirgt sich hier? Was ist denn das ständig mit dieser Zugluft? Egal wo ich stehe, es ist und bleibt kalt. Hey. Habe ich da gerade eine Bombe aktiviert? Ne, es war keine Bombe, sonst wäre der wohl explodiert. Soll ich den Rest einfach trinken? Ich muss echt zugeben, dass ich diesen Bereich dieses Levels noch nie gesehen habe. Ich habe das Spiel schon... Wie oft habe ich jetzt schon durchgespielt? Einmal? Ups, habe ich mich gerade ins Feuer gestellt? Hey, was? Soll das scheiß Licht ausmachen, du Depp? Oh Gott. Verdammte Kacke. Ja, genau, jetzt kann ich dich nicht ausschalten. Gott. Kommst du jetzt da mal runter, bitte? Ich würde dich gern betäuben. Hallo. Hey, das ist noch so ein Buch. Hörst du jetzt auf? Danke. Was ist denn für eine Waffe? Ach, nichts Interessantes. Sehr cool. Eintrag 2, wow. Habe ich bestimmt noch nie gesehen.
Sieht so aus, als ob Generalsekretär Moskin von der Roten Linie nicht viele Entscheidungen trifft. Es scheint, dass er selbst Korbuts Geisel ist. Der einäugige General hält ihn mit einer Hand im Schwitzkasten, während er mit den anderen Figuren auf diesen riesigen Schachbrett versetzt, das die Metro für ihn ist. Aber warum toleriert der Generalsekretär solche Anmaßungen und gibt sich diesen Forderungen hin, wenn er ihn doch eigentlich einfach entlassen oder hinrichten lassen könnte? Was macht Korbut zu stark? Wissen vielleicht? Ich muss mich mit Pavel treffen. Er kann mir bestimmt alles sagen. Wir werden sehen, wie er weiterhin seine Lieder über Gleichheit und Brüderlichkeit und über einen Staat für jedermann singen wird, dieser Verräter. Okay. Wo ist jetzt der eine Typ hin? Hier runter? Dieser Darm. Ja, hier runter anscheinend. Hier geht's nicht weiter. Wie gesagt, Leute, diesen Bereich dieses Levels kenne ich überhaupt nicht. Mich hat's ins Krankenhaus gebracht. Merkt ihr das? Und das war das Einzige, was mir das Leben gerettet hat. Aber was zum Teufel ist passiert? Ja, weißt du denn nichts von der Brücke? Doch, die kenne ich. Ich habe dort kurz gedient. Na, letztes Jahr gab es einen höllischen Zwischenfall. Die Leute sagten, dass alle Wachen auf unserer Seite der Brücke tot waren, als sie zur Wachablösung kamen. Also schickte der Leutnant ein paar Späher zum Faschistenposten auf der anderen Seite. Die kamen wieder und sagten, da wäre genau dieselbe Scheiße. Ihre Stiefel waren blutrot. Als wenn sie durch einen Fluss aus Blut gewartet wären. Was hätte so viele Männer töten können? Was auch immer es war nicht menschlich. Vielleicht diese Kreatur, wie manche dunkler Schienenläufer nennen. Einer der Typen hat ihn vermutlich wütend gemacht, indem er einen Bolzen aus einer Weiche genommen hat. Das ist lächerlich. Wenn es nicht der Schienenläufer war, dann muss die Geschichte noch verrückter sein. Vielleicht ein Einsatzkommando von Hanse oder Polis. Wie hätte ein Einsatzkommando von dieser Größe unbemerkt dahin kommen sollen? Also, ein einzelner Typ, das wäre möglich. Ich habe von einem Verräter gehört, der einen Spion durch die Schmiede an die Front geschmuggelt hat. Im Unterwagen eines Schienenwagens. Aber 30 Leute? Das wären zu viele. Hey, das war ich. Wir werden es nie erfahren. Aber irgendwie ist es geschehen. Wir haben seitdem die Wachen an der Brücke verdreifacht. Was mich daran erinnert, dass du einmal um die Kaserne gehen solltest, damit sich niemand hier anschleicht. Tja, zu spät. Da hat sich schon einer angeschlichen. Ich glaube, die haben gerade eben von mir geredet, als sie in Spion unter einem Schienenwagen und so weiter geredet haben. Egal, weiß ich nicht. Geil. Netter Revolver. Ach nee, mein Waffenarsenal hier, so gefällt mir. Ich glaube, jetzt haben wir alles in diesem Bereich hier gesehen. Können wir mal zurück ins, sagen wir mal, Hauptlevel gehen. Ja, spannendes Spiel. Ich sieht schon keiner. Ich hätte auch die Lampe einfach kaputt machen können. Na egal, komme ich gerade nicht dran. Na gut, dann wollen wir mal weitergehen. Hier sollte mich eigentlich keiner sehen. Tja, tut mir leid, das mit der Zigarettenpause. Ja, hier haben wir das Licht ausgemacht, um Strom zu sparen. Und mir neue Wege zu ebnen.
Wo ist der eine Typ jetzt hin? Egal, ich knüppel den einfach nieder. Was jetzt mit den anderen passiert ist, weiß ich nicht. Das ist alles auf aus. Nun gut, dann würde ich sagen, beende ich den Part, oder? Geht's hier weiter? Ja, hier geht's weiter. Okay, bevor wir durch die Tür gehen, beende ich die Part. Ich sag bis zum nächsten Mal und tschüss.